Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Steinbüchsengusses. Heute werden wir an dem Tonmodell der Steinbüchse weiterarbeiten. Im Gegensatz zu dem, was ich im letzten Video behauptet habe, ist das Tonmodell nämlich noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch die zwei Griffe, um später auch die Kanone transportieren zu können. Das sind zwei Ösen mit Löchern und daran wurde ein Flaschenzug eingehängt und damit konnte man dann die Kanone bewegen. So sieht sie jetzt aus. Und jetzt kommt noch eine weitere Schicht drauf. Interessant ist, dass wir bei den Originalkanonen in diesem Bereich keinerlei Hinweise für eine Kernhalterung haben. Alle moderneren Kanonen, die mit Kern gegossen wurden, haben im Bereich der Kammer drei oder vier Eisen, viereckige herausstehen, die innen in der Form den Kern fixieren. Das ist bei dieser Kanone nicht so. Hier stand der Kern frei bis etwa hierher in der Form, fixiert lediglich durch die Formteilung hier unten. Woher wissen wir das? Ja, zum einen gibt es in dem Originalteil keine Kerneisen. Zum anderen lässt sich anhand der Gussfeder ganz eindeutig klären, dass diese Kanone mit der Mündung nach unten gegossen wurde. Höchst ungewöhnlich, aber in der Frühzeit des Kanonengusses, in der man noch viel rumprobiert hat, völlig normal. Wir haben nämlich beim Original hier in diesem Bereich einen riesigen Gusslunker, was uns sagt, dass hier das letzte flüssige Metall war und erstarrt ist. Man sieht hier ganz eindeutig die Parallelen zum Glockenguss, wo ja auch die Schallöffnung unten steht und der Kern zuerst modelliert wird. Wen es genau interessiert, der kann sich meine Videos angucken zum Glockenguss. Da wird es genauso gemacht wie bei diesen frühen Kanonen. Modell ist jetzt soweit gedreht, fehlen noch die Henkel, um sie bewegen zu können, kommt aber drauf, nachdem ich die Trennschicht aus Wachs und Unschlitt aufgetragen habe. Das werde ich jetzt gleich anmischen, nehme ich euch mit, könnt ihr euch angucken. Das wird eingepinselt, fest werden lassen. Dann wird es nochmal an der Schablone abgedreht und dann kriegen wir erstens eine schöne glatte Oberfläche und zweitens haben wir die Trennschicht, um nachher den Mantel vom Modell zu isolieren. So, hier kommt die Mischung aus Unschlitt und Wachs. Fuß aus dem hauseigenen Kamin. Mal wissen, wie das funktioniert. Und weiter geht's. Mein Sohn hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Kurbel zu drehen. Dreh mal bitte. Dann können wir jetzt weiter Wachs auftragen. Ist perfekt. Gut. Gut. Was jetzt noch fehlt, sind die zwei Griffe. Das ist einfach Wachs. Es ist noch schön warm, lässt sich also jetzt hervorragend bearbeiten. Dreimal. Viermal. Die sind recht grob gehalten. Dann will ich das jetzt auch nicht zu schön machen.
Die Henkel oder Griffe sind auch dran. Das gute Stück ist fertig schabloniert. Da ist der zweite Henkel. Damit wären wir auch schon am Ende des dritten Teils angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Kanone oder das Modell der Kanone ist nun wirklich fertig. Wir haben die Schicht aus Wachs und Unschlitt aufgetragen. Wir haben die Griffe angebracht, sodass man die Kanone später transportieren kann und auch in Position heben kann. Und nicht zu allerletzt gilt ein großer Dank meinem Sohn, der mir geholfen hat. Vielen Dank. Heute die Kanone zu drehen, denn wie man gesehen hat, ist das ein Job für mindestens zwei Mann. Einer muss Wachs auftragen und abschaben und der andere muss eben die Haspel bedienen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.